an alle da draußen und danke, dass ihr das super tolle neue Video angeschaut habt. Hier ist wieder Konso mit Roguelands und das natürlich in Farbe und Bunt. Weniger Schnacken mehr machen, meine lieben Freunde. Wir gehen direkt in unseren Charakter rein. Da ist der Bob, den ich gerade wieder testweise gemacht habe, weil ich ein neues Aufnahmeprogramm jetzt nutze. Sora heißen wir nicht von Kingdom Hearts, sondern wir heißen The Bob. So, ich habe hier unten jetzt rausgefunden, dass man hier oben auch klicken kann. Ja, sehr schlau. Wir nehmen Stärke und Vitality, haben Enforcer. Ja, ja, wunderbar. The Bob ist am Start. Singleplayer. Hab auch vieles Neues rausgefunden, wie wir zwar hier auch was craften, was ich euch aber nachher alles noch zeigen werde. Also ich bin ein paar Prozent schlauer geworden. Yeah! So, jetzt mal Schwerte wieder rausholen. Muss ich gerade wieder dran gewöhnen, weil ich eben auch wieder eine Runde Magic Sight gespielt habe. Einfach, weil ich das letzte Update nicht gespielt habe und mir gucken wollte, ja, ob da irgendwas Interessantes Neues kam. Ich finde natürlich schade, dass Magic Sight nicht weitergemacht wird, aber ey, wir haben jetzt Roguelands. So, ich habe im letzten Part Roguelands oder sowas gesagt, was natürlich falsch ausgesprochen ist. Aber naja, das merkt man meistens erst danach. Hat aber bestimmt keiner von euch gemerkt. Roguelands. So, komm her. Warum habe ich eigentlich schon wieder so viel heftige HP verloren? Ich habe 3,7. Warum habe ich so wenig? Wurde ich gerade eben getroffen oder bin ich dumm? Warte mal. Ich habe auch nichts zum Heilen. Das ist echt scheiße. So, wir müssen nämlich jetzt überleben. Komm mal her. Ich habe nämlich eben auch kurz in der... Oder mit The Bob, mit dem anderen The Bob, wo ich kurz den Test gemacht habe, kurz den Endfeind direkt mit dem ersten Wurm erweckt und der hat mich ein bisschen gekillt. Weil hier ist immer noch ein großes Problem wie ein Magic Sight, das kennen bestimmt viele Magic Sight-Spieler. Wenn du von einem beschissenen Gegner getroffen wirst und der dich mitziehst, wird die ganze Zeit getroffen, die ganze Zeit tot. Nicht, dass du kurz unverwundbar bist und durch die Gegner durchgehst, abhauen kann. Nein! Das ist tot. Also wenn der Wurm jetzt mal gegen mich frontal klatscht, macht es tot. Und du kannst nicht irgendwie unbesonders da raushüpfen, was mega scheiße ist. So, wir gehen jetzt mal hier vorbei, bevor der Riesenwurm wieder kommt. Looten erstmal hier die, genau die Chest. Und machen jetzt den Wurm auf. Ja, ich wollte die Sachen eigentlich einsammeln, aber das geht ja mal so schlecht, wenn der Dreckswurm direkt kommt. Oh, wir machen 4 Schaden. Premium. Premium Schaden hier. Boom. 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 So, Level up. Ein Ftne. Ach, da. Nein. Ah, es ist weg. Kacke. Nein. Okay, dann machen wir das so. Und, ja, ich wollte eigentlich heute ein Thema ansprechen. Wie manche wissen, ich bin ja an der Schule tätig, als Lehrer zurzeit. Und ich habe letztes Mal eine Arbeit mit meinen Schülern geschrieben. Und habe deswegen mal die andere Sicht erlebt, wie man als Lehrer vorne sitzt und die Schüler beobachtet. Und mir ist dabei aufgefallen, dass, die Schüler wirklich sehr offensichtlich spicken. Und man als Schüler irgendwie damals dachte, ach, der Lehrer, der sieht das gar nicht. Wir sehen alles. Also, ja. Und die Schüler hatten auch ziemlich Pech bei mir, weil ich leider nicht der Lehrer bin, der in der Zeitung da sitzt, dass man also die Chance hat, mal abzugucken oder zu spicken. Nein, ich habe beim Handy dann irgendwann ein bisschen mich hingesetzt, um den Schülern überhaupt mal die Möglichkeit zu geben, dass sie halt nicht das Gefühl haben, ständig beobachtet zu werden. Aber ja, ich glaube, ich war da ziemlich schwer gegen ältere Lehrer, weil ich natürlich auch direkt alle Handys nach vorne kassiert habe. Weil ich bin einer der jungen Lehrer und weiß, dass man mit dem Handy heutzutage ziemlich viel machen kann. Das war jetzt gerade nicht so gut. Weil damals in meiner Zeit hatten wir halt nur die Nokia-Handys und da wussten das die Lehrer noch gar nicht. Da gab es auch noch keine Smartphones, wo man googeln konnte und den ganzen Kram. Da konntest du maximal mit deinem Kollegen irgendwie, der außerhalb war, SMS schreiben. Was aber damals auch keinen Schwanz gemacht hat, weil SMS war damals ziemlich teuer. Ja, meine lieben Freunde, das war damals noch ziemlich teuer. Und ich habe nur noch ein Leben. Das ist scheiße. Ja. Deswegen, es war echt so offensichtlich. Und deswegen wollte ich euch jetzt mal fragen, weil ich auch viele junge Leute habe, oder Zuschauer, egal ob jung oder alt, wirklich Hand aufs Herz. Habt ihr mal in eurer gesamten... Oh, scheiße. Das war jetzt nicht gewollt. Wir müssen abhauen, wir müssen abhauen, wir müssen abhauen. Gespickt. Oh, mein Gott. Ui, ui. Wie gesagt, Hand aufs Herz, seid ehrlich, ich reiß euch nicht den Kopf ab oder sonstiges und ich hoffe, da oben ist jetzt keine Sackgasse. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, geh mir hier. Ja, ich bin hier. Oh, ich muss davor immer wegrennen, es tut mir leid, aber alter Scheiße, der hat mich direkt gekillt.
Also wie gesagt, Hand aufs Herz, habt ihr schon mal gespickt? Und wenn ihr gespickt habt, wie habt ihr gespickt? Und seid ihr auch mal erwischt worden? Einfach alles so in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Weil ich meine, ich kenne ziemlich viele, 139, diese Embleme brauchen wir, da werde ich später noch drauf eingehen. Ja, weil mich das schon irgendwie interessiert, zum Beispiel, was es mittlerweile für Tricks gibt. Ja, damals gab es, wie gesagt, nur mit dem Laserdrucker zum Beispiel das Etikett ausgedruckt, um dann die Flasche damit dann irgendwie zu briefen, so gesehen, dass du dann, wenn du oben in die Fanta-Flasche oder die Eistee-Flasche reingeguckt hast, dann die Lösung gesehen hast, ja. Dann gab es natürlich bei uns auch die Mädels, die das ins Bustier, also vorne ins Dekolleté geschrieben haben, oder wenn sie einen Rock an hatten, zwischen die Beine, weil der Lehrer ja da schlecht hingucken konnte. Oder was gab es noch beim Kuli? Natürlich auch das typische Mäppchen auf dem Tisch, das kennt ihr bestimmt auch. Was aber mittlerweile, fast der letzte Lehrer eigentlich kennen sollte. Wie gesagt, wenn ihr da irgendwas habt, schreibt es einfach mal in die Kommentare, mich würde es interessieren. Und nein, nicht weil ich jetzt Lehrer bin und sage, boah, das würde ich jetzt gern wissen, gell, zeigt mal eure Tricks hier. Nein, einfach so, weil ich manchmal interessiert. Weil ich habe vor der Prüfung gar nicht so dran gedacht, so ans Spicken. Und dann ist mir das bewusst geworden, ey, stimmt, es gibt ja auch Spicker. Das habe ich ja damals ab Mann auch mal gemacht. Muss ich ehrlich sein, muss ich auf jeden Fall ehrlich sein. Ihr kennt bestimmt auch die Schüler, die nie was gemacht haben und wirklich nur gespickt haben und trotzdem die besten Noten hatten und... Oder das waren dann auch meistens die, dann sogar Lehrers Liebling waren, nie was gesagt haben, nie was gemacht haben und die Lehrer immer, oh ja, du bist so toll, hier mündlich hast du schöne 1 oder eine 2. Richtig toll war das doch. So, das Emblem tun wir gerade hier rein. Color Zeit, das ist sogar ein Tier 3 Item. Ich dachte, es gibt es jetzt nur bis Tier 2. Oh, und Gasbock haben wir auch Tier 3. Auch Tier 3? What the fuck? Alles klar. So, das tun wir hier mal rein. Man kann auch irgendwie schnell stecken. Ah, wie bei Terraria. Das ist ja schön. So. Ah, nee, da ist ein Health Pack. Können wir uns das noch leisten? Vielleicht gibt es auch natürlich auch Leute unter euch, die sagen, nee, ich habe noch nie in meinem Leben gespickt. Das ist der letzte Scheiß und ich bin ein Engel. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ist ja auch nichts Verwerfliches. Ich meine, es ist auch nicht cool zu spicken, bin ich ganz ehrlich. Und man wird in diesem Schulsystem meistens mit irgendwas zugedonnert, gerade später zum Abi hin. Und merkt sich letztendlich davon fast gar nichts. Das heißt, dir wird Wissen ins Gehirn geklatscht, gehauen und... Nach 2 Jahren Schule weißt du davon nichts mehr. Ob das jetzt gut ist, nein, aber ja. So ist unser Schulsystem. Und ja, in Deutschland haben wir nicht das beste Schulsystem. So, wie viel Zeit haben wir schon verbraucht? 8 Minuten erst, Leute, läuft. Der hat schnell abgebaut. So, weil diese ganzen Materialien, wir können die zu was nutzen. Orichalcum, geil. Und eine Kiste. Alter, wir haben gerade richtig Glück. Ich darf jetzt nur nicht sterben. Das wäre nicht so cool. Ja, komm her. Bam. 5 Schaden schon. Hier, Premium. Und wenn euch das Projekt aber gefällt, könnt ihr an der Stelle auch schon mal einen dicken Daumen bis nach oben geben oder das Video teilen. Weil irgendwie bin ich immer noch der einzige Deutsche, der dieses Spiel spielt. Finde ich sehr komisch. An derselben Stelle sage ich auch, wie gesagt, ich habe Twitter. An die Leute, die jetzt noch zuschauen, freut mich natürlich. Ich habe Twitter. Schaut auf jeden Fall vorbei, dann seht ihr, wann da den neuesten Stuff kommt. Und, was auch wichtig ist, an die Leute, die mit mir mal zusammenspielen wollen, zum Beispiel auch Rootslands, das wäre natürlich optimal. Das war jetzt nicht so gut. 2 Würmer gefallen mir jetzt nicht so. Oh mein Gott. Ich muss sagen, die Gegner sind hier schon... Das Spiel ist schwerer als Magic Sight, finde ich persönlich. Bis auf den scheiß Endfeind vom neuen Magic Sight Update, was alleine irgendwie gefühlt nicht schaffbar ist. Was wollte ich sagen? Genau, für Multiplayer müsst ihr... ein halbwegs gutes Mikrofon haben, man muss euch verstehen, nicht total rauschen. Vielleicht auch älter als 9 Jahre alt sein, dass ihr nicht so eine Stimme habt die ganze Zeit. Nicht so cool. Und damit rufe ich auch ganz viele YouTuber auf. Also wenn du ein YouTuber bist und dieses Video guckst und sagst, ey, ich wollte mal Rootland, habe ich schon wieder gesagt. Alter, warum sage ich diesen Scheißtitel immer falsch? Egal. Spielen, ihr wisst, was ich meine. Dann meldet euch einfach bei mir. Ich suche immer Mitspieler. Ich glaube, man kann das bis zu 4 Spieler spielen. Irgendwie so. TS ist bei mir vorhanden. Also meldet euch einfach. Es können natürlich auch Leute mitspielen, die keine YouTuber sind. Also Zuschauer, Genossen. Wie gesagt, im Multiplayer macht das um einiges mehr Spaß. Ja, komm mal her. Ja. Kann man dann vielleicht auch später Challenges und so weiter zusammen machen. Wäre interessant.
Warte mal, Rooklands. Rooklands, sagt man, oder? Rooklands? Shit! Ich und meine total tolle Aussprache in der Aufnahme. Das Peinliche ist, ich kann es eigentlich meistens gut aussprechen, aber wenn ich in der Aufnahme bin, dann schaltet mein Gehirn manchmal so ein bisschen auf Standby. Das ist halt manchmal so ein bisschen doof. Also an die ganzen Leute, die dann immer danach denken, so, hey, was labert denn der da? Wie spricht der das aus? Nimm mal selber auf, dann weißt du, wie man da labert. Ja, ja. So. Also Rookland. Irgendwie so. Ich hab's am Anfang richtig ausgesprochen. Yeah, weil da war ich noch nicht so braindead wie jetzt gerade. Solange ich nicht Rootland wie im ersten Part sage, ist aber alles gut. Rookland. Bam! Sterb. So, nein, ich will diesen... Ich aktiviere immer diesen beschissenen Zauber. Weil ich immer vergesse, Rechtsklick zu machen. Ich bin echt Magic Side geschadet. Was mir halt echt fehlt, also lieber Entwickler, leider verstehst du ja kein Deutsch. Ich würde mir gerne eine Heilungspotion irgendwie mit einem Mini-Craft-System in-game, also im Gebiet craften können. Das wäre sehr nett. Würde das Leben um einiges erleichtern. Aber yeah. Boom. Und vielen Dank an die drei Leute, die sogar den ersten Part direkt geteilt haben. Das wollte ich auch gerade, mir steht auf meiner kleinen Liste hier in meinem Kopf. Vielen, vielen Dank. Also freut mich, dass ihr das geteilt habt. Ich habe sogar auf Twitter hier dem Entwickler geschrieben, dass das Game echt geil ist. Und er hat es sogar geliked. Ist sogar ein Entwickler, der sich meldet. Was ich nicht so oft erlebe. Obwohl von Indie-Developern natürlich mehr als von großen Firmen. Aber freut mich. Er ist auch auf jeden Fall auch ganz offen für Kritik und so weiter. Das heißt auch, falls andere YouTuber jetzt bald mal Videos über das Spiel machen und mir gerade zuhören. Falls ihr irgendwelche Bugs, irgendwelche Anregungen habt, dann meldet euch einfach bei ihm. Der liebe Herr hat nämlich die letzten 24 Stunden fast versucht, einfach alle YouTube-Videos zu seinem Spiel zu schauen. Und die ganzen Reviews und so weiter jetzt einfließen zu lassen. Meint natürlich jetzt nicht, weil er wahrscheinlich kein Deutsch versteht, aber ich werde ihm wahrscheinlich ja nochmal was Englisches zukommen lassen. Obwohl ich ein Video angeguckt habe von einem Amerikaner und die meisten Kritikpunkte eigentlich auch, ja, teile, sagen wir es so. So, wir müssen also jetzt hoch. Nein. Ah, du, der macht mir 2 Schaden mittlerweile. Nein, du Spust! Kacke. Richtig kacke. Nein. Oh, ich bin aus Versehen auf Kuh gekommen, deswegen bin ich so nach neben gedasht. Nein, warum Sephiroth? Das ist doch Final Fantasy. Oh. Nein, jetzt Bob Reloaded, ey. Scheiße, nein, wir hatten so viel. Ah! Aber altes Prinzip. Wir haben verloren. So, wir erstellen ihn nochmal. Aber vielleicht haben wir Glück und wir können uns was craften, dass ich euch das Crafting-System zeige. Ja, wir könnten uns was craften. So, das kann ich euch nämlich gerade mal zeigen. Wir gehen nämlich jetzt zu diesem komischen Ding hier, klicken da drauf und können nämlich aus den Dingern jetzt Embleme machen. Kann ich euch gerade mal zeigen. So, daraus ein Emblem und daraus ein Emblem. Mit diesem total tollen Geräusch. Ja, was aufhören kann, bitte. So, jetzt haben wir nämlich Embleme. Wir haben hier auch noch ein Claw-Emblem, bla bla bla, Tier 2, ne, Tier 1, Tier 2, Tier 1. Okay, und damit können wir jetzt nämlich hier hingehen und können daraus irgendwas mixen. Okay, wir müssen dasselbe Tier nutzen, egal, wir haben ja hier 3 Tier 1 Embleme, das wusste ich jetzt nicht. Und können jetzt irgendwas draus machen, wie ein Kettled Buckler, das ist ein Schild, was uns 2 HP bringt und 2 Tech. Ja. Und so funktioniert nämlich, Sachen herzustellen. Da seht ihr mein kleines Schild. Aber wir hätten gerade eben so viel gehabt, wir hätten uns wahrscheinlich sogar irgendwie eine Waffe machen können. Weil ich weiß nicht, ob man das irgendwie nachgucken kann, aber das ist irgendwie random. Man kann sich scheinbar Schilder, Rüstung, Schwerter, andere Waffen, Guns, man kann sich irgendwie alles machen. Was ziemlich cool ist. So, hier, das sind nämlich die Sword Recipes. Rezepte, die ihr seht,
Das war komischerweise frei, habe ich mir noch nicht gemacht, aber wollte ich mir machen. Brauchen wir nämlich auch einmal das, was wir hatten. Das hatten wir auch, das haben wir eben benutzt. Und noch irgend so ein graues, dann können wir uns nämlich ein Schwert machen. Also bestimmte Rezepte sind bei mir schon frei gewesen. Ich kann es euch mal zeigen, das haben wir, ganz genau. Ne, nur das Schwert, genau. Das habe ich mir nicht gemacht, aber ich habe es vorhin gesehen. Und das will ich mir unbedingt machen. Ich denke, das ist vielleicht Stein oder so, grauen. Ich habe eben Steine gesammelt, deswegen. Es sieht nämlich geil aus. Kacke. Egal. Gut, wenn euch der Part aber gefallen hat, einen dicken Daumen bis zum Himmel. Ganz wichtig, schön kommentieren. Würde mich freuen, wenn ihr euch auch an dem Thema und so weiter beteiligt. Einfach alles in die Kommentare. Und wirklich vielen, vielen Dank immer an die Leute, die das Video teilen. Unterstützt mich extremst. Vielen, vielen Dank. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr den zweiten Part auch teilt, dass wir natürlich auf der YouTube-Startseite, auf der YouTube-Suchleiste, meine ich eher, am ersten Platz ankommen. Huiuiui, würde mich freuen. Also, haut da rein, bis zum nächsten Part. Euer Konso. Haut da rein.